Hallo und willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Wir sind das letzte Mal in der Sehenschen Schlucht angekommen und heute geht es hier weiter. Da wir noch ein bisschen erkunden. Wir hatten das letzte Mal ein Gargoyle besiegt. Ich würde jetzt Basilisk sagen, aber nein, es ist ein Gargoyle gewesen. War nicht mega hart der Kampf, aber die können ziemlich ätzend sein. Weil sie fliegen. Fliegende Gegner sind immer Kacke. Egal, ob das Harpyien sind, ob das der Greif ist, ob das der Basilisk ist, ob das. Ja, es gibt so viele fliegende Gegner hier und alle sind Kacke. Ah, ja, jetzt werde ich auch noch eingeschläfert hier oder was? Nein, lass mich mal in Ruhe. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Warum sterbt ihr da? Warum? Meine Güte, das muss ich da wieder runter und euch holen, oder was? Ach Mann, ey. Ja, ich bin ja auf dem Weg, weil ihr so doof seid. Oh ne, jetzt muss ich. Oh, den ganzen Weg ringsrum oder was? Und die blaue, oh, die ist ja ganz woanders. Oh, das ist doch grauenvoll. Lass mich ja in Ruhe. Gottes Willen. Ja, ich bin noch da. Die andere ist da drüben. Was macht ihr da? Was tut ihr da? Gott verdammt, was macht ihr denn? Ihr seid doch bescheuert oder was? Meine Fresse, Merlin, springst jetzt natürlich da auch runter. Ey, ihr seid doch alle bekloppt. Haben wir sie wenigstens besiegt. Meine Güte. Was ist denn los mit euch? Eine leere Flasche. Gib mir die. Wo ist er denn? Ist egal. Meine Güte, krieg's halt nicht. Oh. Meine Güte, müssen wir alles nochmal laufen. Weil ihr so doof seid. Ah, hier gibt's Fische. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Wir sind ja den Schlangengeldbeutel suchen. Und der kann zum Beispiel hier in der Sehenschinder Schlucht im Wasser sein. Da hinten dann auf. Ach, da ist so eine Truhe. Die haben wir auch vergessen. Mensch. Ja, genau, machen wir auf. Ah, die fliegen da runter, ey. Meine Güte. Und es wird Nacht. So, da ist ein Licht. Nur wegen euch Deppen muss ich hier den ganzen Weg nochmal laufen. Meine Güte. Sowas ist doch doof. Halt so doof sind. Den Weg zu finden. Mann, 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 Mann. Und sowas nennt sich KI. Hier müsste noch ein Tagebucheintrag sein. Ja, doch. Ja, das war jetzt aber nicht schwer, ne?
Da oben sieht man einen Zyklopen stehen. Das ist aber kein normaler Zyklop. Denn das ist ein Zyklop aus der Insel Finstergram. Wir hatten ja, kann ich mal sehen, die Quest angenommen. Die müsste ja. Hier ist er, genau. Bezwinge den Blutzyklopen in der Seenschinderschlucht. Region Seenschinderschlucht. Genau da, wo wir jetzt sind, müssen wir den Zyklopen besiegen. Hier oben ist schon der Ausgang. Hier könnten wir schon raus. Wollen wir natürlich auch nicht. Aber hier wäre der Ausgang. Eigentlich wollte ich hier mit dem Bogen abschießen und dafür sorgen, dass er runterfällt und dann dadurch stirbt. Weil, wenn wir gegen ihn kämpfen wollen, das dauert ziemlich lange, weil er unglaublich stark ist. Eigentlich viel zu stark für unser Level momentan. Und ich weiß auch nicht, ob wir ihn wirklich besiegen können. Richtig, aber versuchen werde ich es natürlich erstmal. Erstmal gibt es das hier für alle. Und dann gibt es das hier. Was reicht denn nicht? Oder was? Nein. So, noch näher ran. Oh Gott, jetzt kommen natürlich auch die Schneeharpyien von hinten auch noch. Und die werden jetzt alle sterben. Ja. Da sieht man, wie unglaublich stark er ist. Kommt mal bitte hierher. Die ist jetzt auch tot. Nein, macht er nicht. Du stirbst auch. Aber er kann nicht hier rein. Es rennt einfach nur weg. Oh Mann. Das wird ein langer, langer Kampf werden. Dass er immer wieder wegrennen muss. Ah, da brennt er wieder, das ist sehr gut. Da geht erst der erste Lebensbalken weg. Oh Gott.
Nein. Ach, Tastenkombination. Ah, der kommt wieder her. Gut. Oh, er ist aber ziemlich nah gewesen. Oh, das kann nicht wahr sein. Ja, du kommst mal wieder zurück. Na toll. Zu weit weg. Kommst du denn jetzt her? Der rennt wieder weg. Ah. Renne, renne. Nein, rennt er nicht. Oh Gott. Da brennt er wieder, sehr schön. Brenne zu Tode, Junge. Oh nee. Na toll. Super, jetzt ist er runtergefallen. Na, ganz toll. Aber eigentlich besser so. Der Kampf hätte noch Ewigkeiten gedauert. Wirklich. Unglaubliche Ewigkeit. Da ist es eigentlich besser, dass wir das runtergefallen ist. Wir kriegen aber keinen Loot. Sowas wollte ich nämlich machen. Man kann nämlich dort drüben auf dieser Kante stehen. Über meinem Kopf sieht man jetzt ganz schlecht in der Dunkelheit. Aber da kann man stehen und mit einem Bogen auf den schießen. Und dann möchte er gerne zu einem laufen. Und irgendwann fällt er dann runter. Da läuft er immer hin und her auf seinem Steg da. Bis er dann irgendwann runterfällt. Das Problem ist, wir haben jetzt keinen Heiler mit. Und genau, auch unsere ganzen Flaschen sind weg. Super. Die sind jetzt alle im Lager. Ist das nicht toll? Und unsere Lampe ist aus. Ach Mann. Ich meine, wir können jetzt uns sterblich machen. Kann ich gleich mal zeigen. Und zwar haben wir den Helm der Unsterblichkeit bekommen. Stellt kontinuierlich die Gesundheit des Trägers wieder her. 3-4, Gottverdammt. Genau. Das macht nämlich der Helm. Den können wir eigentlich jetzt ausrüsten. Zur Ausrüstung. Die können wir auch aufsetzen. Ist eine Krone. Naja, nicht so schön. Der Helm sieht auch nicht schön aus, aber durch die ganzen komischen Zacken da, es sind keine Zacken, es sind eigentlich Hydra-Köpfe, aber er heilt halt. Ist halt ein schöner Helm. Und sieht gar nicht mal, ich sag mal, so hässlich aus, finde ich jedenfalls. Aber wir sind mega schwer, nicht wahr? Sehr schwer, super.
Wir können, glaube ich, auch nicht. Das können wir gar nicht übergeben. Das auch nicht. Das können wir übergeben. Wenigstens was. Das können wir auch übergeben. 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 Was hatten wir hier? Das müsste hier alles eigentlich ins Lager packen. Jetzt die 18 hier. Immer noch schwer. Mittel. Wenigstens was. Es gibt einen kleinen Trick, den man machen könnte. Und zwar gibt man ihr den ganzen Mist, den man hat, und schmeißt sie dann die Klippe runter. Dann landen die ganzen Items, die man ihr gegeben hat, im Lager. Wäre eigentlich eine Möglichkeit. Haben wir natürlich keinen Begleiter mehr mit, aber momentan brauchen wir das eigentlich überhaupt nicht. Überladen. So. Und jetzt, so leid es mir tut, werden wir sie über die Klippe schmeißen. Komm her. Und tschüss. Du hast überlebt? Wie, was, wie hast du überlebt? Nein, hast du nicht. Oh Gott, nicht abstürzen, nicht abstürzen. Das war ziemlich knapp. So, jetzt haben wir keinen Begleiter mehr. Rennen wir ganz alleine durch die Welt. Aber durch unsere neue Unsterblichkeit geht das eigentlich. Es ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, hier müssen die runter. Hier war nämlich der Gargoyle, den wir in der letzten Folge besiegt haben. Der war hier. Und hier sind die ganzen Bündel. Bündel, das ist der Brief. Kling, 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 kling. Oh Mann. Ja, weil es alles Quest-Sachen sind, sagte der immer. Kling, kling, kling. Kupfergestein ist was anderes als Kupfererz. Braucht man dann für andere Sachen zum Upgraden. Ist auch nicht wichtiges hier. Pflanzen können wir mitnehmen. Die sind schon wieder schwer. Ah, ist doch alles Mist eigentlich. Hier war nichts weiter, nö. Können wir auch hier runter. Und sind wieder mittendrin in der Sehnenschlucht. Aber ich denke, das war's erstmal. Ups. Mit dieser Folge. Wir haben Sehenschinderschlucht erstmal abgegrast. Gehen jetzt nochmal zurück zur Insel Finstergram. Da gucken wir uns die neuen Skills an, die ich lernen kann, und lernen gleich ein paar durch unseren Rang ab. Und ich denke, da können wir gleich noch die Klasse wechseln sogar. Die Begleiter werde ich dann in Offline wiederholen. Welche aussuchen. Nein, nicht lagern. Nein, ich will Fertigkeiten lernen. Hier ist nämlich nichts Neues. Hier ist auch nichts Neues. Nein, hier ist, müsste was Neues sein. Und zwar heilige Glanz. Ach, das ja, ist nicht so schön. Denn das raubt dem Ausdauerverbrauch der gesamten Gruppe. Also pusten dann alle, wenn ich das einsetze. Und das ist nicht so schön. Manche Aegis, nö, brauche ich jetzt auch nicht. Ja. Nö. Laufbahn wechseln. Kämpfer, Streicher, Krieger.
Na, ich denke, ich werde erstmal Kämpfer. Ja, Ausrüstung wechseln, bitte. Das können wir jetzt nicht mehr ausrüsten. Unseren schönen Knüppel. Und das Schild auch nicht. Denn wir sind kein mystischer Ritter mehr. Wir müssen ein normales Schild und ein Schwert ausrüsten. Kein Streitkolben. Schade. Wir nehmen, ich denke, das dunkle Bastardschwert, weil was anderes haben wir gar nicht. Ich habe gar keine Schwerter. Ich habe ein rostiges Schwert, das schwarze Wellenschwert und das Bastardschwert und das Wellenschwert ist besser. Also nehmen wir das. Schild noch dazu. Ja, nehmen wir das. Von Mercedes. Denn die Rüstung müsste eigentlich alles so bleiben können. Genau, die können wir nämlich von beiden anziehen. Fähigkeiten lernen. Was soll man denn? Himmelwärts? Nein, das werde ich auf keinen Fall lernen. Das ist ein doofer Skill. Ja, hier nehmen wir mal ein bisschen was mit. Einfach damit wir es haben. Schreckensteig habe ich schon. Das haben wir noch nicht. Skills wechseln, ja. Hier haben wir schon Vollmondhieb, weil der mystische Ritter das konnte. Genau wie Stoßexplosion. Könnten wir auch schon. Großer Schnitt. Nochmal hier hin. Vom Schild haben wir natürlich noch nichts, weil wir das erste Mal ein Schild tragen. So. So viel dazu. Dann beende ich hier die Aufnahme. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.